und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim Together mit mir und der Julia hier auf dem Kanal. Und wir haben in der letzten Folge haben wir das Haus gekauft in der Marsch hier. Und Problem ist aber, wir mussten, also wir sind dann hingelaufen zu dem Haus. Ich kann das mal kurz zeigen. Wir sind hingelaufen zu dem Haus und da waren dann 5 Drachen. Das kommt von irgendeiner Mod. Und da musste ich jetzt, da habe ich, wir haben 30 Minuten mit den, mit den Drachen gekämpft. Die haben die nicht vom Himmel gekriegt, die sind nicht gelandet, gar nichts. Und Julia ist das Spiel noch zwischenzeitlich abgestürzt. Und da habe ich jetzt die Mod deaktiviert. Das heißt, wir machen ganz kurz hier eine Schnellreise hin. Und dann gucken wir uns das Haus so an. Das war natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Es war die People of Skyrim Mod. Eigentlich ist die extra von Together gemacht. Aber irgendwas haut er mit den Drachen nicht hin. Ich weiß nicht, was das sein soll. Und da haben wir sie erstmal deaktiviert. Das heißt, uns fallen da einige NPCs jetzt weg. Und die Grenzposten sind jetzt auch wieder weg. Aber es war halt ein Versuch. Und solche Sachen kann man halt einfach nur live testen. Also im Live-Betrieb, im Benutzungsbetrieb, sag ich mal. Weil sonst kriegst du das nicht raus. Sowas kriegst du nur raus, wenn du spielst. Das ist immer so. So, machen wir eine Fackel. So, und da ist unser Haus jetzt hier. Und da ist das Zeichenbrett. Fällt doch nicht schon wieder. Abgeschlossen. Sieh dir das Haus an. Haus, kleines Grundriss, kleines Haus. Was anderes gibt's nicht, oder? Gibt's einen anderen Grundriss? Nee, ne? Du musst erstmal das kleine Haus machen und dann kannst du den Rest machen. Abgeschlossen. Benutze das Zeichentisch. Benutze die Zimmerwerkstatt, um das Fundament des Hauses zu bauen. Wir werden nicht das ganze Zeug haben, denke ich mal. Die Wandrahmen. Da haben wir 10 Bruchsteine, da fehlt uns dann ein Bruchstein. Muss nur erstmal sehen, wo die ganzen. Bei mir lag in der Truhe welches. Ich weiß aber nicht, ob das von meinem anderen Haus her ist. Nee, oder? Nee, gibt kein Dedicated Storage. Doch, also das Holz zum Beispiel, das ist immer dann überall verfügbar. Ach ja, ist auch so. Dach. Deswegen kannst du auch keine Location auswählen. Und in, auf so. Jeden Fall ist ein Stück weiter hinten ist auch ein Bruchstein. Naja. Das ist in der Nähe, ja. Okay. Cool. Nicht gut. Das Haus ist übelst cool. Das ist genau, sieht, glaub ich, genauso aus wie das in Seeblake. Ja. Aber man kann ja andere Räume bauen. Ja. Muss man sich halt einen Verwendungszweck dafür ausdenken, ne? Hier baue ich mir jetzt zum Beispiel ein Trophäenzimmer statt ein Lagerraum, weil ein Trophäenzimmer ist natürlich viel cooler. Ja, Mann. Okay, cool. Das machen wir dann beim nächsten, das machen wir dann, wenn Julia im Bett ist. Wollen jetzt noch ein bisschen Questen machen. Haben noch ein Stündchen Zeit. Ich packe mal das Zeug wieder hier rein jetzt. Und dann, weiß ich nicht, Drachenüberreste und so ein Kram, das kann man alles einmal wegbringen dann bei Gelegenheit. Das machen wir nachher dann alles. Genau, bitte. Gute Frage, sind jetzt die Seelen auch weg? Nee, warum sollen die weg sein? Nee, die sind noch da. Naja, weiß doch nicht. Die Knochen sind ja auch weg. Ja. Nee, ich hab die noch. Ich hab sie auch noch. So, dann würde ich jetzt sagen, hier ist das Haus auf jeden Fall. Das gucken wir uns dann nochmal an in Ruhe. Wir bauen es noch aus natürlich. Wir haben noch im Seeblick auch noch ein bisschen was zum Ausbauen. Da war noch nicht alles ganz fertig. Und dann mache ich jetzt Schnellreisen nach Mordtal und dann soll Julia jetzt auf den Server kommen. Und damit wir jetzt anfangen können, noch eine Stunde Questen zu machen. Und dann, ja, will ich noch meine Hochzeit vorbereiten. Das wird noch passieren. Dann habe ich noch eine Quest gefunden im Questlog, die ich noch machen würde. Die Julia hat und ich nicht, nur damit der ungefähr derselbe Stand herrscht und dann können wir das Haus noch ein bisschen ausbauen. Was haben wir noch genug zu tun? Quasi. Aber hier sind auch sommerliche Temperaturen, also muss nicht unbedingt zu lange gehen heute. Da? Oh, da bist du ja. Hallo. Ja. Hallo. So, jetzt kriege ich dir eine. Und lebt auch wieder, das ist schön. Alles so. Hier, der Anzeige ist raus. Ja. Wir sind alle nackt bei mir hier, super. Oh ja, bei mir auch. Sehr gut. Ich wusste nicht, dass wir zu einer FKK-Party eingeladen sind. Hey. Die werden. Ja, geil. Die werden Asynx sein. Das sind Wachen hier, oder? Ja, das sind Wachen. Ja, die müssen wahrscheinlich erstmal sich wieder resurrecten. Man kann jetzt, in dem Fall kann man jetzt hier anhalten. Das geht natürlich jetzt gerade nicht.
Dann den NPC einklicken und dann Resurrect reinschreiben. Und dann wird er zurückgesetzt und dann hat er wieder Klamotten an. Zack. Das ist einfach nur asynchron zwischen mir und Julia und da weiß er nicht, was er machen soll. Das kann passieren. Das liegt an dem Together-Mod. Liegt nicht nur an dem Together-Mod, es gibt es auch im Singleplayer, dass die mal nichts anhaben. Aber von daher. Deswegen haben wir uns für Unterwäsche entschieden. Normal waren die komplett nackt am Anfang, aber es war nicht so gut. Weil die dann komplett nackt waren. Also. Das klingt erstmal jetzt verrückt, aber ist so. Wir brauchen noch jemanden, der uns immer helfen kann. Endlich kommt jemand. Zieht eure Stiefel aus und bleibt ein wenig. Sagt mir, falls ihr irgendetwas benötigt. Momentan soll ich meine Stiefel ausziehen? Sehr viel Zeit. Okay. Hier, der ätherische Plattenstiefel. Ausgezogen. Warum? Soll ich meine Stiefel ausziehen? Ich kann hier von niemandem irgendwas kriegen. Hey, Jona. Wir haben nicht viel zu bieten, aber wenn ihr einen trockenen Ort für die Nacht braucht, könnt ihr hier ein Zimmer bekommen. Ah, oh, das finde ich gut, danke. Bis zum nächsten Mal. Da werde ich drauf zurückkommen. Ich denke mal, der Ork hat noch eine Quest auf jeden Fall. Der klingt zumindest so. Lasst euch nicht von der Trübsal quälen. Werft eure Ängste fort. Der alte Lobok wird eure Seele erquicken. Hört ihm einfach zu. Okay, also doch nicht. Erzählt mir irgendwas von, ich soll mich erquicken lassen von seiner Seele. Mit dem seiner Seele nichts zu tun haben, kannst du wissen. So, Himmels Rand. Schön ist halt auch, dass es jetzt dunkel ist. Ich habe zwar noch eben versucht, die Zeit vorzuspulen, aber das geht halt vom Server aus, die Zeit. Und auf dem Server ist halt eine gewisse Zeit. Das lässt sich auch nicht ändern. Und wir haben halt das Problem, dass wir die Zeit nicht vorspulen können. Hier ist der Brutius. Bei dem habe ich gar nichts. Ich glaube, das ist. Nee, das ist der Angeltyp. Ja, ja, das ist der Angeltyp. Hier ist Tordis Haus. Das ist Adept. Will nichts machen, ne? Sollen den Leuten helfen. Also im einen bräuchte man noch, wenn man helfen kann. Aber im Dunkeln. Gut muckeln. Die macht nur. Aber warum ist die schwarz dumm? Den Falion müssen wir auch mal noch finden. Ja, den Falion, genau. Der hat irgendwo eine Hütte im Wald, meine ich. Die letzte Ruhe haben wir abgeschlossen, ne? Ja. Da habe ich nur Bruchstücke der Vergangenheit. Gut. Die Ruhelosen. Botias Ruf. Hab ich beim letzten Mal gemacht. Fang im Netz. Jetzt im Haus Kerzenschein gerissen. Ach, wenn wir der einen, wenn wir den Präfekt bringen, das zählt. Ach so, ja gut, dann lass uns das machen. Auf die Stelle. Eh gerade dunkel, ich weiß nicht, was du sonst machen willst jetzt hier im Dunkeln. Ja. Dann lass uns Schnellreise machen nach Weißlauf. Danika, reine Quelle. Windhelm. Weißlauf. So, machen wir kurz eine Schnellreise nach Weißlauf. Und dann können wir da noch schnell Tale werden, das geht auch noch. Wir können aber auch gucken, dass wir noch alle Questen abschließen. Also alles, was man machen kann bei den Bürgern. Das mit dem Buch habe ich zum Beispiel nicht gekriegt, weil dir war da irgendein Buch, das hat wahrscheinlich auch schon gezählt. Sonst beide, schätze ich. Naja gut, aber du hast ja auch 2 von 3, also hat es ja wahrscheinlich auch für dich gezählt. Ich denke auch. Oh. Ich stehe in Weißlauf, wenn du willst. Ich stehe vorm Tempel oben. Ich bin zur Drachenfeste gereist. Weißlauf ist doch falsch, oder? Dann ist es doch Riften. Ah, nee, ist nicht Riften. Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaubt ihr, das vom Weißlauf erzählt? Wird bei Verschiedenes sein, nehme ich an. Nee, das ist auch nicht. Wir sind jetzt im Tempel, war das nicht hier? Nee. Plan der Kampfgeborenen. Nee, der ist oben. Verschiedenes. Hier, Ignoraz-Notiz. Bringen nach Danika.
Na gut, habe ich jetzt da eine Questmarkierung. Das muss zusammen machen. Ja. Tempel der Kürnert. Der Kürret. Und die. Weiß ich. Oh, die pennen ja alle. Kränklicher Bauer. Hast du? Hm, bist du? Drinne? Seh dich nicht. Ja, ja. Ich steh neben dir. Ach, krass, seh dich nicht. Hä? Ich steh direkt neben dir. Danica liegt hier. Warte mal, ich geh mal noch mal raus. Ja, geh mal noch mal raus, wieder rein. Ich bin doch aber auf dem Server. Ja, ja, dein Balken sehe ich. Links. Jetzt bist du da, sehe ich dich. Ich bin wieder da. Hm? So, Danica. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ja, ein Mannsbild wie mich. Ich weiß. Ich habe eine Lieferung für euch. Sei mal so, wie du bist. Joriks Schwester? Das arme Kind. Die Magie steckt dieser Familie im Blut. Und das ist nicht immer ein Segen. Ich danke euch dafür. Hier, eine kleine Belohnung. Danke. Okay, 57. Abgeschlossen. 3 von 3 hilft 3 Einwohnern. Kehre zu Ignograd zurück. Bescheid sagen. Die Götter mögen euch segnen. Hm. Ja. Na, Miko, was ist? Leck mal die ganzen Leute ab. Ja, das ist gut. Geh mal raus. Und, habe ich noch Reisepäckchen genug? Oder wollen wir schnell noch? Ach, ich gehe mal kurz ins Haus. So, Weißlauf, ja, ist Weißlauf. Geh mal kurz zu mir ins Friesenheim. Ich würde mal schnell wissen, was aus der Tasche schmeißen. Wenn wir einmal hier sind. Noch 2 Reisepäckchen einladen. Reise. Eine heiße Reise. Ihr seid wieder zu Hause. Ich habe ein Geschenk für euch, Papa. Oh, danke. Ich hoffe, es gefällt euch. Danke. Ein Geschenk habe ich gekriegt. Ah. Okay. Ich meine Stiefel wieder anziehen, oder? Verrüstung packe ich mal da rein. So, das packe ich auch mal da rein. Habe ich irgendwelche Waffen, die da rein müssen? Nee, ich glaube nicht, aber diese komischen Chitin-Zeug hier, Knochen, Gedöns. Das liegt zwar auch jetzt nichts, aber ich will es immer reinpacken da, auf jeden Fall. So. Achso, ein Reise... Oh, das Spiel ist eingefroren. Oh, wie schaut's nicht ab? Hm. Hast du gerade irgendwas gemacht? Nee. Ich stehe einfach nur hier draußen rum und warte auf dich. Hm. Ist immer noch eingefroren? Ja. Scheiße. Keine Rückmeldung. Also würde ich jetzt als Absturz zählen, keine Ahnung. Hm, scheint so. Läuft ja heute richtig gut hier. Ja, Mann. So, habt ihr mal kurz beendet? So, dann machen wir ganz kurz die Aufnahme wieder an der Stelle. Und dann haben wir einen kleinen Break in der Folge. Ich habe kurz das Spiel neu geladen, ganz klar. Ihr wisst ja, abgestürzt. Und jetzt geht's weiter. Wir wollen natürlich, ich stehe wieder auf dem... Achso, ich muss noch am Server gehen. Haha, das ist natürlich gut. Hoffentlich stürzt jetzt nicht ab. Hm, bin drauf. Party-Menü, Lounge. Warte mal kurz, bis Julia da ist. Aber da gibt's keine Probleme. Ja. Bin da. Einladung ist raus. Mhm.
Subi. Was braucht ihr, Augenweide? Augenweide hat sie gesagt. So, dann würde ich sagen, kurz für Schnellreise. Wir müssen ja wieder nach Mortal. Da ist Mortal. Zack. Und dann geben wir die Quasi schnell. Ach, ich habe Reise weg. Warum? Weil ich gerade Zeug verkauft habe, gekauft habe. Und dann aber jetzt nichts verkauft habe. Ach, dann bist du jetzt quasi überladen. Ja. Nein. Nun habe ich mir mein Geld nicht zurückgeholt. Ach so, naja gut. Du hast ja hier noch. Die hat ja jetzt einen Laden zugemacht. Ach, shit. Ich glaube, wenn der Tag wechselt, dann respawnt das auch. Also alle 48 Stunden, meine ich. Das Inventar von den Händlern. Das kannst du dann wahrscheinlich noch holen, aber. So, wir sind in Mortal natürlich wieder. Ihr seht das natürlich. So, ich nehme mal hier den Questmarker runter. Kommst du auch nach Mortal oder was? Oder musst du das einzeln machen mit dem, Tane? Na, ich musste das jetzt auch einzeln machen, aber ich komme jetzt trotzdem nach Mortal, ja. Weiß gar nicht, ob das funktioniert, ob du mit, also mit zeitgleich Tane werden können. Ja, das ging doch in den anderen Städten auch überall. Ah, stimmt. Also warte mal kurz auf Julia, und dann gehen wir mal rein und treten mal den Mjall vors Bett. Da, Julia ist gespawnt und die ganzen NPCs haben sie ausgezogen. Warum? Ja, was will das Spiel uns damit sagen? Ja, genau. Liegen denen die Klamotten fort. Ja. Außerdem bist du ja auch nackt. Also, warum sollten die nicht auch nackt sein? Nein, ich hab meine Rüstung an. Das liegt an dir, du bist blind. Du siehst meine Rüstung nicht. Ich glaube, du lügst. Du hast gar keine Ahnung. Du willst es nicht zugeben. Stimmt. Ich bin Exhibitionist. So. Hey, Frau Jahl. Schön, euch zu sehen. L'Oreal. Oh, man. Ich habe eurem Volk Kraft geholfen. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Jarlmarsch. Glückwunsch. Danke. Diese Waffe aus meiner Waffenkammer soll euch als Zeichen eures Amtes dienen. Ich werde auch meine Wachen über euren neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht denken, ihr seid Teil des einfachen Pöbels. Oh. Sehr gut. Kehre zu Ignor zurück. Und die haben wir alles schon durchgefragt. Mhm. Aber uns fehlt immer noch der Falion, ne? Das ein Amulett von Mara. Ja. Seid ihr nicht verheiratet? Ah, nein. Du bist unser Dings, oder was? Ah ja, das ist unser Huskarl, ja. Mhm. Vladimir. Der kann Huskarl. Dann gleich, wenn mein Haus... Warum kann ich in den nicht zum... Punkt machen? Ja, du im Multiplayer, das würde ich jetzt lassen. Das macht dann wahrscheinlich irgendwas kaputt. Ja. Ja, dem mal Klamotte gegeben. Ja, ich brauch dich jetzt nicht, danke. Mhm. Dass man die nicht zum Friseur schicken kann. Ab zum Friseur, Junge. Dann schicken wir dann ins Haus. Kann ich die nicht ins Haus schicken, genau? Achso, das Haus ist noch nicht fertig, deswegen wahrscheinlich nicht. Das würde ich auch gerne machen. Hm. Falions Haus ist keiner. Mutter und Vater sind seit Jahren tot. Jetzt kümmert sich Valion um mich. Oh, hier ist ein Kind, dessen die Eltern tot sind. Wo ist es? Wo ist es? Ich will es haben. Hier, bei mir ist es. Agni. Kann ich die haben? Nee, also, schade. Nö. Lass ich einfach irgendein Kind mitnehmen. Ja doch, das habe ich doch in den anderen Orten auch gemacht. Ja, aber die erzählt ja, Falion kümmert sich jetzt um sie. Wahrscheinlich muss man den Fire und aus die abquatschen. Ich glaube, der kannst du die wegquatschen. Aber wo ist Falion? Das war die Frage. Ja. Guck mal hier auf die Karte, aber ich sehe nichts. Myrawacht. Murats Lager. Haus Windstadt. Verlassene Hütte.
Mikos Hütte. Wo ist der Falion? Den würde ich immer sprechen, ehrlich gesagt. Ist der vielleicht irgendwo in dem Langhaus? Weil der ist ja eigentlich der Hofzauberer. Da müsste der ja theoretisch, die anderen sind ja immer in dem Haus, wo der Ach so. Ist. Ja, dann gehen wir mal hin, vielleicht ja. Vielleicht war der da irgendwo und wir haben den nur nicht gesehen. Hier liegt eine Frau liegt hier. Ignorot, die Jüngere. Achso, mit der muss man reden. Da hallo, Ignorot. Wieder. Hallo. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Ja, das sehe ich auch so. Schön, euch wiederzusehen. Schön, euch zu sehen. Kann die Questen nicht abgeben? Haben wir doch eigentlich schon, oder? Ja, wahrscheinlich. Oh, ich habe ja auch neben scheiß Questen. So, gehen wir mal da rein. Und suchen mal den, Falion. Wo muss denn der Hund mir überall nachlaufen, sag mal? Der Warten stehen sollen. Ja, Mann. Nee, also hier oben ist nur das Kinderzimmer. Jorik. Aus. Nee. Ich glaube, also ich meine mich, als er uns in der Hütte im Wald hatte. Asluf. Das sind die blöden Kaiserlichen. Oder Sturmmäntel, das ist nicht, wer das ist. Das ist Knorm. Tja. It's schwierig. Wer ist er hier? Wache von Mortal. Hunyas Haus ist offen, kann ich da einfach reingehen? Hey, Tonio. Soll ich Holz kaufen? Ja, ja kaufen wir mal Holz. Fleißig am Bauen, wie? Hm? Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Danke. Jederzeit, mein Freund. Ja, hast du noch Kohle bei dir umgesetzt, Mann. Baumarkt wird auch immer teurer. Der sagt nichts. Der ist wie die drei Affen. Nichts sagen, nichts fragen, nichts sehen. Hütte des Dramaturgen. Da krieg ich ja hier bitte Beklemmung. Bekommt von Jorik keinen falschen Eindruck. Er ist nicht von Sinnen, wirklich nicht. Was ist mit der los? Da krieg ich ja Ekel, krieg ich da ja. Da seid ihr ja wieder. Total bin ich hier wieder. Kann ich die resurrecten kurz? Ja. Hat dir helfen. Es ist ein schöner reden? Tag, wenn ihr in der nee. Nähe seid. Weil eigentlich war ja die Quest zur Kehre zu Ignor zurück. Aber es hat sich erledigt irgendwie. Wahrscheinlich, als wir es dann bei der Mutter schon abgegeben haben. Ja, das kann sein. Hier ist Alvars Haus. Aber da ist ja jetzt Alvars Haus, da wohnt ja jetzt niemand mehr, ne? Das Kind ist tot, den Typ haben wir umgebracht. Ja. Warum können wir die Hütte nicht haben? Das wäre cool gewesen. Und die Dings haben wir auch umgebracht, die Tante. Alva an sich. So, jetzt haben wir hier noch. Hier ist Falions Haus. Adept. Ja. Ich will da auch nicht einbrechen jetzt. Aber da soll er wohl sein. Also laut Wikipedia ist der Fundort Falions Haus. Dann spreche ich mal ein. Der muss doch da sein. Der ist, ich glaube, das ist ein Vampir. Ehrlich gesagt. Nee. Ist zurück.
aber nicht rum. Bis hierher und nicht weiter. Oh, ich spiele im Chor. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Ich bin der Tarne der Jarl, mein Freund. Ich bin der Tarne, Freund. Wisst ihr, ich mache eine Ermittlung. Ich hatte euch nicht erkannt. Ja. Wir tun machen so, wir denn, als hätten wir nichts gesehen. Aber selbst der Einfluss des Jarl hat seine Grenzen. Passt nächstes Mal etwas besser auf. Dass man an so Häusern nicht mal klopfen kann. Da gibt es eine Mod wohl in der Tat. Aber ich weiß nicht, ob das im Multiplayer funktioniert, deswegen haben wir das gelassen. Da gibt es eine Mod, da kannst du klopfen, da kommt die an die Tür. In echt. Komischer Ort. Da gibt's nicht mal einen Laden. Das ist ja nur so ein Dorf. Ja. Muss ja irgendwie probieren. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Hier überreden. Na schön, aber nehmt euch in Acht. Nächstes Mal bin ich vielleicht nicht mehr so nachsichtig. Okay. Dann warten wir auf nächste Mal. Dieser sitzt nämlich wirklich hier drinne. Der Typ. Kannst reinkommen. Valion! Nee, bei mir ist es noch zu. Ach so. Aber gut, bei mir war es von Outschulen, da konnte ich einfach gehen, weil du es vorher geknackt hattest. Geh mal raus. Ich kann den Hund hier irgendwo abstellen, der geht mir auf den Kranz. Wartet hier. Bei der Elena hast du... Oh ne, jetzt muss ich wieder knacken. Was ist denn das für ein Scheiß? Sollst du nur nachts herkommen, glaube ich. Ich warne euch zurück. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Na, aber nachts ist ja dann der Falion wahrscheinlich auch sauer, wenn er reinkommt. Kluger Mann. Ne, der hat nichts gesagt. Ja, weil das jetzt wahrscheinlich ein Bug ist, aber wenn du nachts reinkommst, dann... Ach so. Dann sind die ja immer... Hast du auf? Hast du es auf? Du bist gemutet. Nee, ich hab's noch nicht probiert. Ach so. Probier ich nochmal. Meine. Das geht mir auf den Sack. Fast. Ich hier und nicht weiter. Jo, jetzt ist es. Im Namen des Jarl, keine Bewegung. Kluger Mann. Kopfgeld bezahlt. Jetzt ist es bei mir ist es aufgeschlossen, weil du es geknackt hast. Komisch, dass es andersrum nicht geht. Ja. Ich hab doch schon bezahlt, was willst du denn jetzt noch? Nackter Soldat. Du, Valion. Um einzukaufen, habe ich viele Zauber für euch. Tretet doch der ein. Ist ja ganz entspannt und will, dass ich bei ihm einkaufe. Ja, wenn ihr mich beschuldigen wollt, Kinder zu opfern oder die Herzen der Toten zu essen, könnt ihr euch den Atem sparen. Beruhig dich. Ich habe nichts dergleichen gar getan und habe es auch nicht vor. Ich möchte nur in Frieden leben. Sexualstraftäter. Warum sollte euch jemanden dessen beschuldigen? Die Leute von Moortal reimen sich lieber ihre eigenen grässlichen Geschichten über mich zusammen, als mich einfach nach der Wahrheit zu fragen. Wenn sie mich in ihrer Unwissenheit fürchten wollen, dann sollen sie nur. Aber es ändert nichts an dem, was wahr ist. Aha. Warum habt ihr euren Laden ausgerechnet in Moortal aufgemacht? Wie euch jeder sagen wird, kann Moortal ein gefährlicher Ort sein. Meine Talente sind hier von Nutzen. Ich helfe, die Ordnung aufrechtzuerhalten, selbst wenn das niemand bemerkt. Aha, okay. Was könnt ihr mir noch über diese Gegend erzählen? Das Sumpfland ist trügerisch. Ihr tätet gut daran, nicht nachts umherzuwandern. Ihr habt mit mächtigen Kräften zu tun. Nehmt euch in Acht, dass sie euch nicht überwältigen. So, nochmal Beschwörung verbessert.
Und sonst könnte ich noch in sein Geschäft investieren, aber ich habe keine Quest bei dir. Wie billig das bei dir noch ist. Ja, weil ich das nicht gelevelt habe. Bis zum nächsten Mal. Danke. Der hat aber eine Quest. Echt? Meine Fähigkeiten werden hier sehr gebraucht, damit Mortal weiterhin sicher ist. Ja, bringt dir das bei, wie gesagt, dass du nicht Vampir mehr bist. Aber das wissen wir dann auf jeden Fall, wo er ist und es funktioniert. Mhm. Das ist schon mal gut. So, dann muss man den guten... Weiß nicht. Was ist hier noch zu tun? Hier? Der hat schwarze Seelensteine. Ja, genau. Wenn ihr hier seid, um einzukaufen, habe ich viele Zauber für euch. Mortal ist ein... Werft einen Blick darauf. Ja, gewöhnlich. Groß. Klein. Schwarze. Blitzrune. Elementarblitz, Feuerblitz, Flamme, Frostrune. Heilung, heilende Hände habe ich schon. Leichnam wiederbeleben. Bäh. Einiges, was wir, aber das brauche ich alles im Moment nicht. Aber wenn, dann können wir das bei dem auf jeden Fall kaufen. Hier mächtige Seelenscheine hat er noch. Die kaufe ich dem ab. Aber nur leere natürlich. Und sonst hat er ja nichts, was wir brauchen. Mal. Okay. Er weiß jetzt nicht, ob hier noch welche gibt, noch Questen in der Stadt. Ich habe jetzt keine keinen Questlog mehr angeguckt, aber viel ist er, glaube ich, nicht. Nee, ist auch nicht. Wenn man den Vampirismus, also irgendwo im Wald treffen sie sich glaube ich noch für irgendwelche Rituale und sowas. Aber ich glaube, da musste für alle den ganzen Kram musste dann Vampir sein in der Tat. Also mal eigentlich im Moment erstmal fertig hier in Mortal. Und da das irgendwie nie klappt mit dem Vampir, müssen wir wahrscheinlich dann uns manuell wirklich behumsen lassen von so einem Vampir. Wollen wir vielleicht noch weiter mit diesen Bruchstücke der Vergangenheit machen? Ja, ja, genau. Ne? Das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen, wenn wir die ja angefangen haben eingangs. Deswegen würde ich die jetzt aktivieren. Und dann die Ruhelosen. Habe ich auch noch, aber das war auch eine CC-Quest, glaube ich, ne? Musst du dich verhaften lassen. So, Heft. Wir müssen das Heft von Silus holen. Die habe ich schon gemacht, glaube ich. Das Heft? Nee, die Ruhelosen. Ach so. Dann mal gucken. Dann würde ich die dann auch zu Ende machen. Nachher vielleicht. Das Heft haben wir ja. Ja, wir haben gibt's zwei Hefte. Ich weiß nicht warum. Also ich habe jetzt Bruchstücke der Klinge. Ach so, Pring. Hm. Ja. Ja, nee, alles klar. Heft. Okay, Bruchstücke der Klinge, Emerus Klinge. Das ist in Bruch, in Bruch, Festung Bruchzahn bei mir. Bruchzahn. Oder irgendwo südlich, ne? Ah ja, ich seh's. Da könnte ich direkt hinreisen. Ich auch. Ja, kann ich direkt hinreisen nach Bruchzahn? Na, dann machen wir das. Haben wir nicht mehr so viel Zeit. Nee. Loading. So, Bruchzahn. Bis hierher und nicht weiter. Wieso denn? Das sind doch unsere Freunde eigentlich. Die hatten wir doch geholfen mit ihrem Anführer. Und nicht weiter. Und seitdem sind die uns eigentlich freundlich gesinnt. Ich war hier noch nie. Och, echt? Digga. Wir haben doch, na klar, hier ist doch L.I., ja, musst du doch den durchrennen durch die Festung. Nein.
Ja. Da musste ich nicht hin. So, aber was die Orks zu sagen haben, das sehen wir dann aus der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in Sofen gerade. Will die eigentlich gar nicht umbringen.